Jö, also, ich wollte das Kupferdraht nach unten durchlaufen lassen. Wollte ich hier irgendwo unterirdisch das Ganze laufen lassen. Ich denke mal. Okay, das muss kurz weg. Die Ärmchen müssen kurz weg. Und dann baue ich erst das Untergrundding und dann baue ich die Ärmchen so, dass es passt. Also, du nimmst dir bitte. Oh, warte, da unten ist das schon falsch. Genau, das ist nicht gut. Du, nee, nee, hör auf, die Sachen zu nehmen. Du? Warum ist das so komisch? Ach so. Das raus, das raus. Alles raus. Da kommt bitte ein intelligentes Ärmchen hin. Der nimmt nicht von da. Mist. Das geht nicht. Also mein Plan war gewesen, dass die Fabrik hier auf das Feld mit dem langen Ärmchen die roten Chips rauflegt, auf dem Fließband, und das Fließband dann hier rumläuft und dann irgendwie in die Kiste das reinlegt. Aber das geht so gar nicht. Also muss das da auch weg. Ja, das wird immer komplizierter. Also, Fließband, darum, darum. Darum. Knick, knick. Es muss also auf die rechte Seite des Fließbands, theoretisch. Und der Knick muss vorher kommen, weil sonst hat die Fabrik hier keinen Platz, wo sie es hinlegen kann. Also es muss hier, glaube ich, sogar schon hin. So. Das heißt, du läufst bis. Bis da darfst du dich aber nicht damit verbinden. Das ist doch doof. Also so. Ich probiere mal ganz kurz was aus. Du musst von da. Nee. Du musst von da hinten dir Kupferdraht nehmen. Eventuell geht das so schon. Stell mal bitte ganz kurz her. Einen roten Chip. Ja, das geht so schon. Sehr schön. Also die können schon immer ein Feld vor sich das rausnehmen. Also eigentlich ist, ne? Auf dem Feld das und das ist das Zielfeld. Aber sie können auch eins davor und eins daneben so ganz leicht den Rand davon angrapschen. Also, das klappt hier soweit, das ist gut. Das heißt, hier kommt dann der dahin. Der legt sie auf die linke Seite, das ist nicht schön. Außer mach es auf beiden Seiten gleich. Das heißt, du müsstest jetzt auch auf die linke Seite legen. Also mit einem normalen roten Ärmchen. Kriegst mal kurz die Ressourcen, um ein so ein Ding zu bauen. So, das kommt alles weg. Du kriegst auch die Ressourcen, das zu bauen. Die braucht echt lange zu bauen. Na gut. Genau, du legst auf die linke Seite von oben kommen, du legst auf die linke Seite von oben kommen. Alles gut. Sehr schön. Genau so sollte das sein. Nur müssen wir jetzt dazwischen noch irgendwo eine Kiste bappen. Und das wird eng, weil das Ding sich ja gleich was greifen muss. So dürfte das aufgehen. Also du nimmst von da oben schnell da, du legst nach da unten schnell da und du nimmst dir von da die. Was? Brauchst die gar nicht. Ja, okay, dann ist das alles irrelevant. Du nimmst dir bitte von da hinten die grünen. Fehlt was? Ja, blaue Ärmchen fehlen hier. Die sind oben. Warum nimmst du. Ach so, weil das blaue Ärmchen zu nah dran ist und der Greifer noch nicht rankommt. Das ist okay. Was fehlt dir? Eisenplatten? Wahrscheinlich, ne? Weil die nicht hier unten ankommen. Genau, das Ding hier muss nämlich schneller werden. Dann brauchen wir. Damit jeder was abbekommt. Ja. Ja.
Ja. Die unterirdischen Dinger sind jetzt nicht schnell. Aber es geht eigentlich nur darum, dass die Felder, wo Fabriken sind, dass davor die Fließbänder rot sind. Damit es da schnell vorbei huscht. Damit nicht eine Fabrik sich alles wegnehmen kann. Und das sieht doch schon mal viel besser aus. Jetzt bekommen die da wenigstens ein bisschen Eisen ab. Genau. Außer der hier unten braucht kein Eisen, ne? Nee, okay. Also es geht gerade so auf. Ich denke, später mit den ganz schnellen Fließbändern klappt das dann auf jeden Fall. Und wir müssen eh unseren Output an Eisenplatten erhöhen. Also gut, das hätten wir schon mal geregelt mit dem Eisen. Das ist gut. Das mit den roten Chips ist noch nicht fertig. Wir müssen nämlich noch die ganzen anderen Sachen hier reinbringen. Du brauchst nämlich noch ein Ärmchen für grüne. Du brauchst ein Ärmchen für grüne. Und du brauchst noch Plastik von da. Richtig? Richtig. Jetzt müsste alles soweit okay sein. Rote Chips lagern sich ein. Sobald sich das hier irgendwann mal irgendwie stauen sollte. Wo kommen die roten Chips her? Ach so. Das Ärmchen macht das ja hier jetzt. Okay. Das heißt, von oben kommt die rechte Seite, ist dann für die Chips und die linke Seite ist für irgendwas anderes. Und du machst weiter deine blauen Tränke. Okay. Wäldchen. Wäldchen wegmachen. Und danach sollten wir uns um die Stromversorgung kümmern. Oh, was die Türme angeht und die Edelsteine. Ich habe inzwischen rausgefunden, wo man die Edelsteine bekommt. Und es ist nicht schön. Man muss dafür bestimmte Beißer töten. Und zwar Beißer, die stärker sind als die großen Beißer. Ja, also... Oh, ich brauche besseres Werkzeug. Das heißt, wir müssen jetzt Gegner töten, die richtig, richtig, richtig stark sind, um dann die besseren Türme zu bekommen, um die richtig großen, besseren Gegner töten zu können. Beziehungsweise wir brauchen die Edelsteine von den besseren Gegnern, um die Mining Drills zu bauen, um noch mehr Edelsteine zu bekommen, um... und so weiter. Also es ist ein bisschen komisch gelöst. Aber okay. Ich finde es halt schade, dass man die Dinger nicht von Hand abbauen kann. Das kann ruhig sehr langsam sein und alles, aber ich finde es jetzt albern, dass wir warten müssen, bis unsere Feinde stark genug sind, uns in der Luft zu zerreißen. Und dann mit ganz viel Glück schaffen wir es, die umzubringen. Und dann ganz, 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 ganz schnell die Türme zu bauen. Weil wenn wir uns damit zu viel Zeit lassen, dann kommen einfach diese in der Luft zerreißenden Gegner und überrennen uns. Und dann ist das Spiel vorbei. Also ja, das sollte irgendwie anders gelöst werden. So, habe ich noch Mauern dabei? Nee, ne? Doch, okay. Das hier bitte einmal weiter runterziehen. Das heißt, bis wir soweit sind, oder die Gegner soweit sind, müssen wir auf die anderen Türme zurückgreifen. Wir können entweder die stinknormalen Lasertürme nehmen, wobei die richtig, richtig, richtig viel Strom fressen. Also viermal so viel wie die späteren Lasertürme. Oder wir machen eine Riesenanlage mit automatischer Munitionsversorgung für die Daka-Daka-Türme. Also die Projektiltürme. Wobei das Eisen verbraucht, und zwar ziemlich viel. Also Eisen oder daraus hergestellter Stahl. Und wir haben doch ein bisschen Eisenprobleme, also nee. Das heißt, ich werde wohl oder übel die teuren, stromfressenden Lasertürme bauen und das Beste hoffen. Was mich nur echt ein bisschen anfrisst, weil wir können die Lasertürme dann später nicht benutzen, um die besseren Lasertürme herzustellen. Und wir können sie auch nicht wieder zerlegen. Das, ja, sehr suboptimal das Ganze. Aber na gut. Mauern zu Ende. So, ich hätte auch gerne hier Licht. Oh stimmt, das ist beim Verteidigungsmuster mit dabei, ne? Du? Also hinten Licht. Vorne dran die Türme, drei Stück. Dann zwei freie, dann Doppelmauer. Okay. Tschunk, tschunk, tschunk. Weg. Ist hier definitiv unser Ende? Nee, oder? Ich glaube, das muss alles noch ein bisschen größer. Und eigentlich sollte das hier noch mit in die Basis rein. Aber das machen wir später. Okay, also Lasertürme.
Kosten Batterien, kosten auch so viel Stahl und haben Energieverbrauch von 600 Kilowatt. Und ich habe keine Ahnung, wie stark die sind im Vergleich zu denen da. Die haben Lebenspunkte 200, die haben 150, also sie halten schon mal mehr aus, aber das ist für Türme nicht ganz so wichtig. Na, sei es drum. Beißen wir jetzt einfach einen sauren Apfel, bauen die Dinger, dann ist gut. Ich tue erstmal so, als wenn die Basis hier zu Ende wäre. Wobei, das könnte sogar hinkommen. Weil wir haben hier noch ganz viel Platz und dann auch ganz viel Platz. Das Kupferfeld, da sollte ich noch exploiten. Oh, falsch. Das ganze Resin. Kann ich das schon verarbeiten? Nee, ne? Haben wir noch nicht erforscht. Oh, das sieht zwar nach viel aus, aber ich glaube, daraus mache ich auch noch Samen. Mit der Fabrik hier hinten. Damit wir einen richtig schönen Wald anlegen können. Du, da. Wobei, jetzt wo wir wissen, dass wir stärkere Beißer brauchen, um die Edelsteine zu bekommen, um bessere Türme zu bekommen und so weiter, würde es sogar fast Sinn machen, die Beißer mit Smog zu füttern. Also, erst wenn die Verteidigungsanlage steht natürlich, ne? Aber dann später könnten wir theoretisch alle Wälder abreißen und dann darauf warten, dass stärkere Gegner uns angreifen. Das ist sehr counterintuitiv. Aber okay. Erstmal überall einen Turm hin. So. Ja, dann ziehen wir hier unten das Ganze auch nochmal rum. Und hoffen dann das Beste. Dann müssen wir hier noch ein paar Türme hinsetzen und da oben die Türme. Und da. Also es geht eigentlich. Es ist nicht so schwer zu verteidigen wie die letzte Basis. Aber ich glaube, die letzte Basis war auch noch größer als die hier. Ich habe da ein wenig, zu viel Platz in Anspruch genommen. Das haben wir dann ja alles für Solarzellen primär verballert. Achso, da sind die Türme jetzt, okay. Habe ich noch Licht? Ja, Licht. Du kriegst kein Licht. Du bist ein Eckding. So, so, so. Ich streck das Ganze mal ein bisschen, damit wir wenigstens überall ein bisschen was haben. Und ich hätte gerne mehr Lampen. Lamp, 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 Lamp. Muss ich gleich wieder Ressourcen klauen gehen. Und hier bitte zwei Türme, weil Ecke. So. Gut, 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 gut. Also, das wird schon mal langsam. Dürfte auch nicht mehr allzu lange dauern. Wir brauchen halt primär jetzt Batterien. Da. Achso. Die Kiste war oben, wo sich das staut, ne? Ja. Achso, und ich hätte gerne Kupferplatten, Eisenplatten und so, wie immer, alles. Her damit, her damit, her damit, her damit. Da ist Plastik. Hä? Wo kommen die Batterien her? Da. Achso, werden gar keine produziert. Komm, da lang, da lang, da lang, da lang.